auch kommen. Ich habe so die letzten Wochen. Übernehme den Timer, um den Wiedereinstieg zu. Also frühstücke ich immer so, je nachdem, ab und zu gibt es immer ein Rührei oder so, dann mal einen Toast, meistens aber irgendwie nur Müsli. Dann esse ich irgendwie den ganzen Mittag nix. Dann esse ich erst abends was. Das ist eigentlich nicht gut, ne? Ich habe eine Zeit lang, als ich hier jetzt am Anfang mit Serena dann war, dann habe ich auch mir immer mittags was gemacht. Das ist jetzt aber irgendwie in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden. Ist eigentlich nicht gut, ne? Muss man eigentlich sich wieder angewöhnen. Regelmäßiger Mittag zu essen und halt Abend. Manino, deine für 19 Monate, mein Lieber. Wisst ihr? Das ist halt. Das ist so eine Sache, die ich echt schwierig finde. Was war für euch das Schwierigste, als ihr quasi alleine wart? Oder als ihr zu Hause ausgezogen seid? Digga, habt ihr gerade diesen Delay gesehen, wenn man landet? Bruder. Ich lande, ich bin irgendwie halbe Sekunde. Sekunde kann ich einfach nicht schießen. Holy shit. Ich bin jetzt ja mit Serena, aber ihr wisst, wie ich meine. Es ist schon was anderes. Ich glaube, so essen oder regelmäßig kochen ist schon nicht so einfach, finde ich. Weil ich will halt auch nicht bestellen jeden Tag, ne? Auch viel zu teuer, Digga. Feinde landen im Einsatzgebiet. Ja, natürlich echt leid für den alleine Boss. Hat sich eine ISO gekauft, ne? Korrekt. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Eines gestohlenen Fahrzeugs. Zurückholen. Hä? War ja nicht einer? Habe ich nicht mehr was gehört? Boah, könnt ihr euch noch an die Duft-Duft erinnern? Mit Feuer hier? Geil. Wie hat er gerade eigentlich reingelackt? Hallo? War der nicht genau hier? Bro, die Lobbys hier, ganz komisch. Irgendwie spukt's. Es spukt in den Lobbys. It's spooky. Ja genau, auf Arbeit essen, aber bei mir ist hier Arbeit quasi auch irgendwie zu Hause sein. Beziehungsweise ja, ist zu Hause sein. Da ist halt schwierig. Kann man jetzt für einen den Heli werfen. Hatte der Orion? Ja, ne? Orion. Orion Camo. Auf der ISO, oder? Nee. Ist das Orion? Digga, wie viele Leute haben eigentlich Orion? Ich schwöre so, damals war Orion bzw. Dark Matter was richtig Besonderes und nur so die Übersweats hatten das. Jetzt mittlerweile haben das schon echt deutlich mehr Leute, ne? Ist die KV wieder zurück? Nee, nee. Also. Ich meine, in Solo kann man die immer noch spielen, aber der ist jetzt nicht OP. Ich mich gerade zu Tode erschrocken, Chat. Ich habe mich gerade zu Tode erschrocken. Holy shit. Ist einfacher geworden, ja. Stimmt, habe ich auch gehört. Auch mit den Waffen, die jetzt reingekommen sind, ne? Da muss man nicht mehr die ganzen Werfer und so machen, weil da jetzt immer noch steht 51 Waffen und. Ja, dann kann man die Werfer quasi skippen. Wie geil findet ihr das, dass man durch den Smoke markieren kann? Das ist auch sowas, das passt halt überhaupt nicht ins Spiel, ne? Ihr habt so diese Komponente von der Smoke, die ja eigentlich nicht mal so schlecht ist, dass man sich halt quasi so, ja, dass man halt quasi irgendwie wegkommt, aber man kann einfach durch den Smoke einfach Ping spammen. Jo, alles klar. Man spammt einfach Ping durch die Smoke und dann sieht man einfach alle.
90er ist krass. Aber die war davor schon krass, aber mit dem Visier ist halt nochmal ein bisschen cleaner. Ja, natürlich. Jeder Cluster hittet mich. Richtig. Insel Power, danke dir für den frischen Prime-Sub, mein Lieber. Willkommen. Dankeschön. Und Sir Hutch, danke dir für 23 Monate. Welcome back, welcome back. Feindlicher Transfer abgeschlossen. Das hätte unserer sein sollen. Was ich sagen muss, was in Warzone 2 wirklich besser ist als in Warzone 1, ist, weiß nicht, ob ihr es fühlt, aber ich habe ja gestern Warzone 1 wieder gespielt auf Caldera mit Chris zusammen. Und ich finde, ich weiß nicht, ob es an der Map liegt oder generell in Warzone 1 so war. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an Caldera. Aber man sieht hier, dass das Glitzern vom Scope von Snipern viel krasser als in Warzone 1, oder nicht? Ich finde, in Warzone 1 merke ich ganz oft gar nicht, wenn jemand mich anschaut mit der Sniper, weil das so eins ist mit der Umgebung. Hier ist es halt, liegt vielleicht auch an der Map, weil die hier so dunkel ist. Also hier Ashika Island. Aber es ist auch auf jeden Fall eine Sache, die echt besser ist in Warzone 2, dass man halt immer gut erkennt, wenn jemand snipe. Er klaut mir den Kill. Hier war doch safe noch einer im Wasser, oder? Keine Platten? Kein Spaß. Das ist auch in Warzone 1, aber in Warzone 2 ist es ganz besonders so. Also wirklich ganz besonders. Kopfgeldziele bestätigt. Schaltet sie aus. Der Feind nähert sich. Markiere Feind. Noch 24 aktive Feinde. Alle ausschalten. Ja, wie lang kann der tauchen? Hallo? Das ist Moby Dick oder was? Digga, er war einfach gerade der Taucher. Also wirklich der Taucher. Ulf, danke für 11 Monate. Moin Herwin, was geht, Brody? Markiere Feind. Er hat gerade wirklich mit einer Javelin geschossen, ne? Auch auf mich, ja. Einfach auf mich. Naja, wirklich irgendwo hat er hingeschossen, nicht auf mich. In die Richtung, aber. Was macht der Grind? Ganz okay, wir hatten eigentlich gerade eine geile Runde, dann sind wir aus dem Servern geflogen. Und ich bin so ein bisschen. Ich kränkel so ein bisschen. Deswegen heute. Ganz ruhiger Stream. Noch ruhiger als sonst. Ansonsten so weit, so gut. Ich hoffe, bei dir ist alles fresh, mein Lieber. Du? Alter, mir werden so viele Kills hier geklaut. Schon der zweite. Reicht. Dankeschön fürs Gesundheitssagen. Lieber Chat. So eine Free Kills, ne? Wenn die so wieder landen. Ich brauch mittelkalibrige Munition. Das Gas kommt. 15 Leute noch live. 15 Leute. Unter mir auf jeden Fall. Was, guck mal hier. Oh, der nächste Free Kill. Das ist halt wirklich Free Kills, ne? Also, das sind wirklich wahrhaftige Free Kills. Hä? Und wo? Was war denn das? Hallo? What the fuck? Aber der guckt mich an. Ich wollte hinter ihn kommen. Erwin mit 5. Ey, Brudi, musst du doch echt nicht machen. Chat, lass mal Liebe da für PUBG Legend Herwin, mit dem wir das letzte Twitch Rivals, nee, das vorletzte Twitch Rivals gespielt haben.
Vielen Dank, mein Freund, für die 5 gegifteten Submarinos. Nigger. Wow, 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 wow. Einfach distanzieren wir uns. Das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein. Ich habe gar keine Gasmaske. Nice. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, moin. Ich glaube, wir gehen hier über rechts. Ich glaube, hier campt noch einer in dem Haus. Ziemlich sicher sogar. Einer, aber das ist... Das kann jetzt nicht wahr sein. Der Typ hat da 2 Claymores, ne? Nur noch 10 übrig. Der Sieg. Ja, auch. Wo ist der hin? Der muss ja eigentlich hier sein. Er ist tot. He died. He dead. Moin Nusslabor, was geht? Wir müssen hier über rechts. Ich glaube, der ist von links vom Berg gestorben. Aber hier ist auch so ekelhaft. Wenn man hier nichts sieht. You can't see anything, dude. Da ist einer. Hier ist one. He's dead. Im Wasser kann einem halt legit nichts passieren, ne? Es sei denn halt, jemand anderes ist auch im Wasser. Dann wird's eng, aber... Wir haben eigentlich einen ganz guten Spot. Mörderbeschuss unterwegs. Ich habe Angst, dass hier gleich einer hinter mir hochkommt. Ich glaube, einer ist direkt neben mir. Wasser. Also wie der das gerade überlebt hat, ist das irre. Wie lebt der Typ da hinten noch eigentlich? Feindaktivität. Oh oh, ich hab kein Selfie-Vibe. Das ist gar nicht gut. No Self. Kein Selfie-Vibe. In Warzone 1 wäre ich jetzt tot. Das war nämlich ein Headshot. Und wie treffe ich ihn? Digga, es ist so ein Quatsch. Das ist so quatschig, wie ich da gerade. Egal. Nehmen wir noch ein paar. We gotta make use of our smoke. Feindaktivität. So macht man das. Huh? Sind jetzt alle gestorben? What the fuck? Warum waren jetzt alle tot? Sind die am Zone gestorben oder was? Waren doch gerade noch 4 Leute am Leben. Nehmen wir mit den Sieg. Nehmen wir mit. GG, EP einsammeln, 7000 Punkte, glatt 7000 Schaden, 25 Kills. Das ist ja mal ein cleanes Scoreboard. Nehmen wir mit.